Ein wunderschönes und herzlich willkommen zurück zu Clicker Hero. Mittlerweile Folge 50. Genau, 50, genau. Ja. Auch wisst ihr was, wir können ruhig nochmal powern. Warum nicht? So, und gib ihm. Ja, wir haben gerade mal 1E5. 1E4. Gerade mal geschafft. Also meine Hoffnung mit 1E5 hat sich leider doch nicht bewirklicht. Bestätigt. Whatever. Macht nichts. Ist halt so. Ab morgen. Also, genau genommen ab jetzt, nach der Aufnahme, kann ich dann noch ein paar kleine Sension durchdrücken. Mal gucken, wie weit wir dann bis morgen bis zur Transcension kommen. So schaut's aus. Gucken wir mal, was hier abgeht. Ja, mal her damit. Ja. Warum nicht? So, was willst du schon wieder? Dora. Minus 4 Monster. Alter. Scheiße, guck mal, Wagamaro hätten wir vielleicht doch nicht leveln brauchen. Der drückt jetzt hier im späteren Spielverlauf viel zu weit rein. Wen wir aber dafür mal leveln können, wäre Dora tatsächlich. Also hier den Outsider für Dora. Wie effektiv. Ach, ist schon auf. Uiuiui. Das heißt, da bräuchte ich. Na, mindestens ein Level. Ich weiß jetzt nicht, wie das skaliert, weil die Werte werden ja kleiner. Das heißt, man kann jetzt nicht einfach denken, okay, das ist jetzt 73%, also ne, fehlt noch ein Viertel, ne, 25% so ungefähr. Also fehlt dir quasi noch einmal hiervon ein Viertel. Ne, weil der Wert ändert sich ja über die Zeit. Das heißt, die Frage ist, wie ist es am Anfang? Weil am Anfang, wenn wir bei Level 1 starten, haben wir schon weit mehr als 100%. Wenn wir aber weiter fortschreiten, haben wir weniger als 100%, also noch weniger als 73%. Aber wir leveln ja auch Dora weiter, ne? Und deswegen ist es immer so auf und ab. Und da muss man gucken, wie ist es im Durchschnitt? Und da merkt man zum Beispiel, guck mal, Wakamaru ist im Durchschnitt immer überpowered. Jetzt hätten wir den gar nicht jetzt hätten boostern müssen. Da hätten wir uns die 4 Level hier, Quatsch, die 5 Level hier durchaus sparen können. Also zumindest hätten wir ihn nicht direkt bis Level 5. Leveln müssen. Warte mal ganz kurz, wir hätten ihn glaube ich gar nicht leveln müssen, oder? Er hat derzeit, hat er. Oh. Na gut, minus 40 Monster. Ich sag mal so, minus 30 hätten auch, oder würden auch reichen, hätten wir 6 Monster pro Ebene. Es wäre also ein Viertel weniger. Das wäre also hier gerade mal. Ja. Hätten wir quasi gerade mal auf Level 2 bis 3 bringen dürfen. Ne, doch auf Level 2. Ja, gar nicht mal so leicht. Aber so ist das im Leben. Na gut, kriegen wir hier noch was? Ich glaube nicht, weil es ist viel zu langsam. Guckt mal, das ist wieder ab. Und das, obwohl alles aktiv ist hier. Trotzdem geht der Ball mit ganz langsam. Wir haben es nicht geschafft. Digga, wie wenig. Okay, wir haben nur 7 Sekunden. Are you fucking kidding me? Dann weißt du schon mal, wie wir als nächstes leveln. Und zwar Kronos. Kronos? Genau, Bossfight-Timer. Das ist ja ganz schlimm. Bam. Oh, jetzt haben wir schon wieder 30 Sekunden. Das ist doch gleich viel, viel besser. Gut, jetzt haben wir auch nur ultra wenig gebraucht, weil der gerade um 25 Level gestiegen ist. Aber trotzdem. Alter, der Bossfight-Timer, dass der so weit runter geht. Weißt du, wie gesagt, bei meiner Tablet-Version, da habe ich einfach mal pro Boss eine Viertelstunde Zeit. Aber gut, da habe ich auch schon viel mehr Ancient Souls. Da habe ich hier mittlerweile alle hochgelevelt. Ich habe ja bei mir mittlerweile 4000 Ancient Souls oder 5000. Also 4 oder 5000 Ancient Souls habe ich bei mir.
Irgendwas habe ich mit 4 oder 5.000. Jetzt weiß ich nicht, ob ich 1E4.000 Hero Souls geopfert habe. Ja, irgendwie müsste 20.000, 20 oder 25.000 Ancient Souls haben. Gott, jetzt bin ich... Ich spiele hier schon mittlerweile schon so selten nur noch. Ja, genau. Ich habe 1E5.000 Hero Souls geopfert. Das resultiert in... Ja, 25.000 Ancient Souls. Bei mir ist einfach die Dame, die Kronos boostet. Also, ne, diese Kolore. Gut, bei mir ist die anders. Achso, ich bin ja auch falsch. Wo ist denn Kronos? Da? Ja, doch, heißt gleich. Ist bei mir schon Level 50. Und gibt einfach mal einen Booster von 3750%. Daher rührt sich auch mein Bossfight-Timer von, genau, auf Level 134, also auf Ebene 134.000 habe ich derzeit ein Booster von 6, ein Booster, ein Bossfight-Timer von 640 Sekunden. Also gut 11 Minuten. Haut das hin? Doch, haut hin. Genau, 11 Minuten. Knapp. Auf Level 1, wie gesagt, habe ich mittlerweile weit über eine Stunde. Ich kann mal ganz kurz hier resetten. Export. Okay. Dann mache ich mal kurz eine Ascension. Dann können wir mal ganz kurz gucken, wie mein Grundtimer ist. Der ist nämlich überwältigend. Apropos, wir können hier auch mal senden. Ach, mach ich gleich. So. Armenhop. Einmal senden. Ja. So. Dann würde ich mal sagen. Halt, da war es doch gerade. Ja, 1180 Sekunden. Also knapp 1200 Sekunden. Also so ziemlich genau 20 Minuten. Also eine Drittelstunde. Habe ich Zeit für einen Boss am Anfang. Das ist ein bisschen krank. Ja, das ist ein bisschen sehr krank. Ich kann mir also viel Zeit lassen. Brauche ich aber halt auch, ne, damit ich am Ende bei Ebene 134.000 immer noch ordentlich Zeit habe. So, jetzt hier schnell wieder meinen eigentlichen Speicherstand laden. Weil hier wollte ich noch nicht das senden. Das bringt doch nichts. Wobei, ich könnte hier mittlerweile auch schon wieder fast das senden. Mal gucken, vielleicht morgen früh. Ja, bei meinem Tablet dauert eine Ascension mittlerweile mehrere Tage. Shit happens. Vor allem muss ich da auch immer wieder vorbeigucken, um die Monster hoch zu leveln, weil wie gesagt, aktiv leveln, also aktiv spielen, das heißt, das hier, dass ein Autoklicker hier drauf ist, geht ja bei meinem Tablet nicht. Das heißt, ich muss selber immer wieder vorbeigucken, um hier manuell hoch zu leveln. Das ist schon eine ganz schöne Bremse. Okay, das ist sowieso mittlerweile vergessen. Weil wir haben ja letztens erfahren, Idle bringt gar nichts mehr. Ab dem Bereich, wo ich schon bin. Das heißt, wie sagt mein Let's Play am Tablet, Let's Play. Mein Speicherstand vom Tablet ist quasi sowieso am Ende des Möglichen. Was aber auch gar nicht schlimm ist, weil ich habe schon seit der vorherigen Transcension, wo ich 1E4000 Hero Souls geopfert habe. Ja, ich habe tatsächlich immer genau gewartet, bis ich eine gerade Zahl hatte. Ich weiß, das ist dumm, aber ich versuche wirklich immer, meine bisherigen Ascension immer so lange aufrecht zu erhalten, bis ich eine einigermaßen saubere Zahl habe. Also, ich hatte jetzt gehofft bei der Ascension, dass ich mindestens bis 4000, also bis 1E4500 komme. Jetzt ist es doch bis 1E5000 gekommen. War ganz cool. Auf jeden Fall, ja, hatte ich schon seitdem ich bei 1E4000 bin, habe ich hier schon 25%. Also 24,99% und höher geht der Wert aber auch nicht. Weil der Wert ist gecapped bei 25%. Das heißt, ist quasi eine
Kurve, die quasi bei 0 beginnt und dann steil ansteigt, aber immer flacher wird und der 25 quasi immer näher kommt, aber quasi nie berührt. Also um genau auf 25% zu kommen, müsstest du theoretisch unendlich viele Hibosholz reinopfern. Und je mehr du reinopferst, desto näher kommst du an die 25 ran. Aber ich bin quasi schon bei der 25, weil wie gesagt, ich habe 24,99%. Das heißt, Transcension Power wächst bei mir nicht mehr. Und das ist wahrscheinlich auch der Grund, weswegen ab dem Punkt auch Idle nichts mehr bringt, weil man alleine mit Idle dann nicht mehr weiterkommt. Und genau den Punkt habe ich jetzt scheinbar erreicht bei meinem Tablet. Das heißt, ja, das Spiel für mich beim Tablet ist quasi vorbei. Ne? Ich meine, es ist zwar ein Incremental Game, das heißt, es gibt in dem Sinne kein Ziel, aber man kann diese 25 schon durchaus als Ziel betrachten. Ne? Wenn man hier die 25 stehen hat, also 24,99, dann kann man schon sagen, okay, jetzt geht es nicht weiter, außer du kannst halt aktiv spielen, kann ich aber wie gesagt nicht. Auf jeden Fall fürs Idlen ist da Feierabend. Schätze ich jetzt einfach mal so. Weil es geht ja bei meinem Tablet nicht mehr wirklich weiter. Das ist schon, ja. Ist schon so. So, wir speichern mal ganz sicherheitshalber. Ganz sicherheitshalber, klar. Macht voll Sinn. So. Dann würde ich mal sagen, 40... wird ganz schön teuer, gell? Das hat, glaube ich, nichts gebracht. Das hat gerade keinen Sinn gemacht. Nee, ich mache einfach alle um 10 Level. Jetzt hier nochmal 5 Level rauf zu prügeln, bringt absolut gar nichts. Verschwendet nur Hero Souls, das ist einfach sinnfrei. Ich mache einfach überall 10 Level drauf. Dann sollte das in Ordnung sein. Gleich kommt YouTube und strikt mir das Video. Beziehungsweise strikt nicht das Video, sondern klaut mir wieder die Audiospur. Wo man denn bloß meine Stimme hört. Weil das Audio rausgefiltert wurde. Wobei ich gar nicht weiß, ob das auch funktioniert, wenn man ein Lied quasi nachsummt. Wäre witzig. So, dann gucken wir mal, was hier abgeht. Okay. Okay. Gut, das geht auf jeden Fall. Das, wow. Von 3E19 auf 3E21. Also irgendwie bleiben wir hier vorne bei der 3 hängen. Ich weiß auch nicht. Irgendwie ist das so, ist gerade ein Wurm drin. Ich weiß es ja auch nicht, aber es scheint ja so aus, dass die 3 uns irgendetwas sagen möchte. Vielleicht sollten wir so leveln, dass wir hier 4 Dreien haben. Und dann passiert irgendwas Magisches. Oh, hier muss man aufpassen, der ist ja teurer. Haben wir nicht einen übersprungen? Hurra. Nee, okay, den lasse ich mal. Haben wir nicht einen übersprungen? 3,21. 3,21. Nee, doch, wir haben einen. Okay, gut. Dann kommen jetzt noch die 3 Goldis dazu. Aber ich nehme gerade schon wieder mit offenem Fenster auf. Und unterschätze immer wieder die Kälte draußen. Also es ist jetzt nicht kalt, aber es ist zumindest kühl. Wobei es heute auch so richtig, ne, die letzten Tage war ja ultra sonnig. Und heute war aber wieder so ein richtig grauer Tag. Komplett von aufstehen gleich direkt. Ich wollte heute früh auch überhaupt nicht aufstehen, weil einfach so komplett wirklich grau. Weißt du, die letzten Tage knallt die Sonne richtig rein. Man könnte denken, okay, der Frühling ist definitiv durch. Sommer, bumm,
Ist zwar erst März, aber naja, trotzdem halt Sommerwetter. Aber wie gesagt, heute früh aufgestanden und man hat sich wieder richtig gefühlt wie im Winter. Gab heute auch wieder Schneeregen, ne? Also wie gesagt, die letzten Tage richtig warm und heute Schneeregen. Also, hallo, wo kommen wir denn hin, wenn es so weitergeht? Also, da muss man schon mal hier die Bremse betätigen, ne? So, wir machen mal hier unsere ganzen Guilds gleich mal direkt. Und zwar alle direkt auf Tsuji. Und dann ein auf Frostleaf. Können wir zwar mittlerweile auch sein lassen, denke ich mal, aber man muss ja die Etikette wahren. So, dann haben wir soweit erstmal alles durch. Die haben wir gemacht. Hier gibt es nichts. Die haben wir gemacht. Ja, haben wir soweit alles eigentlich geschafft. Gut, dann können wir jetzt Autoklicker, 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 Autoklicker aktivieren. Nee, lieber nicht. Dann stockert das Game. Ich level mal lieber erst hoch. Und wenn ich damit fertig bin, kann ich immer noch den Autoklicker aktivieren. Also das Auto hochleveln. Nee, den Auto-Fortschritt-Modus. Weil, wie gesagt, wenn er von einem Level zum nächsten Level wechselt, dann hängt er immer kurz. Und wenn man halt direkt von einem Level immer wieder zum nächsten geht, also extrem schnell vorgeht, dann merkt man halt, wie der Browser ultra oder das Spiel besser ultra hängt. Also, das ist dann nicht mehr spielbar. Das kann man dann nicht mehr. Ist halt ein Flash-Game. Was willst du dazu sagen? So, dann haben wir alles. Können wir jetzt das, das, das aktivieren. Und du noch drauf. Perfekt. Ja, die Stings Ecke, hier was zu sagen? Ja, wo ich das gerade sehe hier. Ich habe bei meinem Basic-Klick ein bisschen weitergemacht. Also nur Detailsachen. Ich weiß jetzt gar nicht, habe ich jetzt irgendwas Tiefgreifendes noch gemacht? Nee, ne? Nee. Heute nicht wirklich. Basic. Ach so, ja doch, genau. Ich habe hier noch, ne, dass man jetzt quasi sein DPC durch den DPS bestimmen kann. Dass Klicken auch im späteren Spielverlauf noch sinnvoll bleibt. Also nicht nur für die Combo, sondern auch für Klickschaden. Ne, weil wenn sich DPC an DPS orientiert, dann kann man halt, angenommen, man steckt hier 100 Demon Souls rein, dann wäre DPC genauso hoch, also mindestens genauso hoch wie DPS. Und wenn dann nur noch der Crit-Schaden kickt, dann geht richtig ab. Dann habe ich noch ein paar Fehler in meiner String-Math-Library gefunden. Ich habe mich nämlich gewundert, warum manche Sachen, wenn man hier zum Beispiel, wenn man hier sehr viel Geld hatte, also wirklich extrem viel Geld hatte, also so 1.000 Cash, also eine 1 mit 1.000 Nullen, Cash, und man dann hier ein Level gekauft hat, hat sich das Spiel aufgehangen. Warum? Na, ganz einfach, weil der Unterschied so groß war, dass er quasi beim. Also, das mit den Exponenten habe ich halt falsch gemacht. Ich habe nicht dafür gesorgt, dass, wenn zwei Zahlen eine unterschiedliche Exponente haben, die eine Zahl von der Exponente her sinkt. Also, doch, das habe ich gemacht. Das war aber ein Fehler, weil, wenn die Exponente sinkt, dann steigt ja die Basis, also die Mantis, dieser Basiswert. So, und der erreicht dann einen unendlich großen Wert, also einen Wert, der größer ist, als die Basis fassen kann. Und dementsprechend muss man das eigentlich andersrum machen. Wenn man zwei Zahlen hat, die unterschiedliche Exponenten haben, muss man die Zahl mit dem niedrigen Exponent erhöhen, sodass die Basis kleiner wird. Wenn die dann irgendwann so klein wird, dass sie nur noch 0 ist, ist das ja auch egal. Weil dann ist es halt einfach so klein, dass sie nicht mehr interessiert. Ne? Und so wird das jetzt auch implementiert. Damit kann jetzt auch mit sehr großen Zahlen umgehen, wenn man damit sehr kleinen Zahlen addiert, weil ist ja gerade mal hier eine 12. Und wenn man halt 1 mit 1000 Nullen minus 12 rechnet, dann ist dabei das Programm halt abgestürzt, weil er versucht hat, diese 1E1000 auf eine Basis von E0 zu bringen. Das heißt, er hat wirklich versucht, unten die Zahl vor dem E auf 1 mit 10, mit 1000 Nullen zu strecken, nur um zu rechnen. Das ist natürlich schief gegangen.
Und dann habe ich noch einen Fehler gehabt, und zwar hatte ich bei der Formatierung der Zahlen, ne? Ich habe ja hier, wenn ich jetzt zum Beispiel eine Zahl habe, die, ja, weiß nicht, also zum Beispiel eine 20, dann guckt ihr, okay, ist die Zahl größer als 10 oder also größer oder gleich 10? Wenn ja, wird die Zahl um 10 dividiert, um quasi am Ende halt diese Sache zu haben, dass hier vorne nur noch eine Stelle übrig bleibt und die restlichen als Exponent dargestellt werden. Das Problem war, ich habe dabei nicht darauf geachtet, dass das Ganze mit negativen Zahlen nicht funktioniert. Weil bei negativen Zahlen habe ich ja quasi das Problem, dass die Zahlen immer kleiner sind als 10. Selbst 1000 ist, wenn es minus 1000 ist, kleiner als 10 und nicht mehr größer als 10. Das heißt, ich musste bei den Zahlen noch eine Abfrage machen mit, ist die Zahl größer als 0? Wenn ja, erst dann guck, ob die Zahl kleiner ist als 10. Und wenn die Zahl kleiner ist als 0, dann guck nicht, ob die Zahl kleiner ist als 10, sondern ob sie größer ist als minus 10. Also ne, dieses Umdenken von positiven und negativen Zahlen und ganz viel mathematisches Blabla interessiert euch nicht, ich weiß. Auf jeden Fall, ja, habe ich da ein bisschen gefixt. Und ich habe noch drei weitere Monster hinzugefügt. Yay! Und ich habe ein super witziges Spruchsystem hinzugefügt. From now on, I am sensitive to meaningless resets. Also, wenn man hier grundlos resettet. Was damit gemeint ist, zeige ich gleich. Auf jeden Fall, hier sind meine drei Monster. Ich werde nicht zeigen, was es mit diesen komischen Kreaturen hier auf sich hat. Und nein, das sind keine. Wie heißt diese komischen Zeichen, diese ägyptischen Zeichen bei Pokémon? Da gibt es auch von Pokémon diese komischen Pokémon, die so aussehen wie so eine, irgend so eine ägyptischen Zeichen. Das ist das hier nicht. Aber die Namen verraten euch schon, was es sein soll. Und wer mal aufmerksam guckt bei deren Stats, der weiß vielleicht auch schon, was damit gemeint ist. Ha? Habe ich mir ganz viel Mühe gegeben, dass hier wirklich ganz viele 7, ganz viele 8 und ganz viele 9 stehen. Hat schon einen Grund. Und zwar nicht nur, aber auch, dass es rein zufällig das 7., 8. und 9. Monster ist. Ja, ich weiß, okay, kommt ihr eh nicht drauf. Das sind einfach japanische Schriftzeichen für die Zahl 7, 8 und 9. Nana ist einfach japanisch für 7. Hachi ist japanisch für 8. Und Q, eigentlich müsste das U noch mit diesem Wellenstrich sein, ist aber egal, ist japanisch für 9. Deswegen halt, ich wollte halt irgendwas Japanisches drin haben. Sorry, ich mag halt Japan, leckt mich. Aber jetzt so zu dem Witzigen, dafür muss ich mal ganz kurz hier einen Testspeicherstand nehmen, der am besten noch neu ist. Genau, sehr schön, der ist neu. Und jetzt, wenn man spielt und wie zeige ich das am besten? Genau, wir haben eine Combo. So, ne, ich klicke jetzt, wir haben jetzt eine Combo von 15. So, und jetzt sagt er: Do you really want to teleport to level 0? You will need to fight again against the monsters and bosses. You will also lose your gold and heroes. That's sad. But you will keep your huge click combo of 70 and also you will get you. Wait. You have no demon souls waiting for you? Waiting for you? Ne, weil wir haben ja gar keine. Das heißt, ein Reset lohnt sich an der Stelle eigentlich gar nicht. Are you kidding me? What the hell do you think who I am? One more time and I'm away. Without saving your progress. Did you hear me? Ja, okay, ich mach das nicht nochmal. Sorry. Wobei, warum eigentlich nicht? Did you really want to teleport to level 0? This will need to fight again. You need to fight again against all the monsters and bosses. You will also lose your gold and heroes. That's sad, but you will keep your huge click combo of 17 and also you will get your. Wait. You have no demon souls waiting for you? Are you kidding me? I warned you. I threatened you. But you don't listen. Now it's over. Said
Say goodbye to your progress. Bye. Boom. Basic Clicker Excel has stopped working. Ich hatte halt Langeweile, ich weiß auch nicht. Ich wollte mal halt mal wissen, was Spaßiges haben. Ne? Mal ein bisschen so, wenn man auf Reset drückt, obwohl das eigentlich keinen Sinn macht an der Stelle, halt einfach, dass das Programm ausflippt. Außerdem, wenn man auch keine Click-Combo hat, reagiert ja auch darauf. Ne? Normalerweise steht da hier, you will keep your huge Click-Combo of 17. Und jetzt, you will keep your huge Click-Combo of... Wait, you have no? Anyway, you will get your... Wait. You have no demons, ne? Also so, dass man quasi, ne, dass man denkt, so ist so, das Programm fühlt sich ein bisschen auf den Schlips getreten, ne? Und deswegen rastet das Programm quasi ein bisschen aus. Did you hear me? Okay, ist ja gut, ist ja gut. Und wenn man dann das Programm weiter provoziert, ist es vorbei. Ja, das war irgendwie so ein Geistesblitz bei mir. Als ich so diese Meldung geschrieben habe, dachte ich so, ja, irgendwie kann man da ein bisschen witzig schreiben. Und als ich dann so witzig geschrieben habe, dachte ich mir, eigentlich könnte man wirklich darauf reagieren, wie die aktuelle Situation ist. Und dann habe ich diese Abfragen gemacht, ist Click-Combo größer als 0? Wenn ja, sage, diese Click-Combo von so und so viel behältst du. Wenn nicht, dann sage halt, okay, fick dich. Kann ich dir mal ganz kurz zeigen, wie das Ganze gemacht wird, für die, die sich ein bisschen mit Programmieren auskennen oder auskennen wollen, also denen es interessiert. Wo ist das? Hier. So, ne? Wenn die Click-Combo da ist, dann sagt er halt einfach nur, ne, du wirst deine Click-Combo von blablabla behalten. Und weiter. Ansonsten, wenn das aber nicht der Fall ist, deswegen dieses else, dann Click-Combo auf, wait, you have no, blablabla. Und dann geht es aber auch erstmal weiter. Das heißt, wenn man keine Click-Combo hat, ist das dem Programm letztendlich egal. Aber, wie gesagt, bei diesem Demon-Reward, da ist halt so, wenn man ein hat, ja, die Abfrage hier sieht ein bisschen komisch aus, weil es halt meine, ne. Letztendlich heißt diese Abfrage einfach nur, wenn du Demon's Souls hast, andersrum, wenn du keine hast, dann kommt das mit dem Nein, oha, böser Junge, und, beziehungsweise nein, erstmal nicht. Erstmal wird geguckt, ob du es bereits getan hast, schon mal. Wenn nicht, dann wirst du erstmal nur verwarnt und es wird aber gespeichert, dass du es bereits einmal provoziert hast. Und wenn du das Ganze dann nochmal machst, dann ist diese Abfrage damit wahr und dann kommt das hier. Und das Programm wird einfach beendet. Und zwar tatsächlich, ohne irgendwas zu speichern. Das heißt, wenn du in dem Spiel schon was gemacht hast, ist es in dem Moment tatsächlich weg. Ich hatte sogar damit geliebäugelt, dass dabei auch das Save Game gelöscht wird. Also, wenn du quasi schon im Spiel bist, schon ein bisschen fortgeschritten bist und trotzdem resettest, obwohl du noch gar nicht, ne, dass nicht nur das Programm geschlossen wird, sondern auch gleich dein Save Game mitgelöscht wird. Heißt also, dass du wirklich komplett von Null anfangen musst, wenn du schon mal gespielt hattest. Habe ich dann aber doch wieder verworfen. Vor allen Dingen das Witz, ja, das ist ja sowieso hier alles ein bisschen so, ne, auf die leichte Schulter, hier, Quatsch, auf die leichte Schulter, ein bisschen verarschen. Und dementsprechend auch, wenn du das machst hier, ne, mit diesen zweimal. Bup. Bup. Basic Clicker has stopped working. Auch die Fehlermeldung. Error 418. I'm a Teapot. Und ja, diesen Fehlercode, Error 418, gibt's wirklich. Ne, ich meine, der Fehlercode 404, Page Not Found, der dürfte euch wahrscheinlich nicht, wahrscheinlich allen Begriff sein. Aber dieses 404 ist ja nur einer von vielen Fehlercodes. Und es gibt auch einen Fehlercode 418, der wirklich heißt I'm a Teapot. Das Witzige ist, wenn du das im Browser hast, zum Beispiel, wenn du im Browser, also im Quatsch, nicht im Browser, sondern im Chrome-Browser oder im Chromium, wenn du da den Fehler 418 bekommst, dann wird auch richtig so eine Google-T-Kasse angezeigt. T-Kanne. So. Ja. Daran soll das quasi, ne, Wissen so anlehnen. Auf jeden Fall ist das alles eigentlich nur zum Bespaßen, einfach weil ich Langeweile hatte. Ja. Genau. Tschüss.
Tja, ansonsten, genau, mehr ist aber ansonsten eigentlich nicht. Ansonsten ist Basic Clicker noch relativ so, wie es heute Vormittag auch war. Ich weiß jetzt nicht, ob ich irgendwas vergessen hatte. Nö, genau, Bugfix, ja, das war quasi das einzige Große, was ich heute gemacht hatte. Das hier war ja relativ schnell implementiert, das war ja bloß eine weitere, ne, ist ja. Pff. Aber das hier, da habe ich ein bisschen gestruggelt. Klar, Fehlersuche ist immer ein bisschen. Da musst du halt erstmal suchen, wo der Fehler ist. Ich meine, ich habe auch schon am Anfang, als ihr das Ganze implementiert hattet, ursprünglich, habe ich schon gemerkt, dass ich ein bisschen leichtsinnig bin. Weil ich halt auf solche Sachen wie Minuszahlen berücksichtigen, am Anfang, muss ich ehrlich zugeben, ein bisschen geschissen habe. Es war mir schon am Anfang klar, dass ich meine Abfragen eigentlich ein bisschen allgemeiner fassen sollte. Da ich da aber noch nicht wusste, wie ich das am effektivsten mache, habe ich gesagt, ach, kann ich auch später noch machen. Ja, hab's aber dadurch dann vergessen, bis es mir dann heute aufgefallen ist. Und jetzt im Nachhinein fixen musste. So läuft das Leben eines Programmierers. Wer faul ist, muss arbeiten. Ach so, siehst du, ich habe übrigens noch ein bisschen das Gold, was man an Gold bekommt, noch ein bisschen rebalanced. Rebalanced? Also ausgeglichen, nennt wie es wollt. Dass man in den höheren Leveln ein bisschen besser vorankommt. Und ja, der Speicherstand hier ist wieder komplett zurückgesetzt, weil ich einfach mal gucken möchte, wie es jetzt ist, einmal komplett von Anfang an zu spielen. Aber ich bin schon wieder Level 116 tatsächlich. Und das ist immer noch mein allererster Durchgang. Ne? Ich habe ja hier keine Hero Souls. Ich hatte nur die beiden, die man am Anfang als Geschenk bekommt. Die habe ich hier bei DPS reingepuffert. Ansonsten erhalten noch nichts. Oh, und dann mal gucken, wie weit man jetzt aktuell mit dem Spiel kommt. Ja. Kann ich die schon kaufen? Ja, sehr schön. So, okay. In dem Sinne würde ich dir mal sagen, no. So viel zum aktuellen Stand. Und ab morgen dann nur noch montags bis samstags eine Folge pro Tag. In dem Sinne, bis morgen. Ich wollte gerade sagen, bis morgen Abend, aber wie gesagt, für euch kommt die Folge immer morgens. Auch wenn ich die Folge morgen erst am Abend aufnehmen werde. Bis dann. Ciao.